wie war für Sie jetzt der Gang heute über den Teppich? Genießen Sie das oder ist das eher sowas, wo Sie sagen... Für mich ist das schwierig. Also ich bin dafür nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. So viel, das Blitzlichtgewitter ist überhaupt, da kriege ich Herzflattern. Wie stolz sind Sie heute Abend? Wir sind ja eigentlich, muss ich sagen, zwar in Karlsruhe, aber wir sind ja auch in Mannheim. Also ja. Ist das was Besonderes von einem Mannheimer, als Mannheimer von einem Mannheimer Sender? Es ist auf jeden Fall was, was man... zu Hause viel leichter vermitteln kann. Meine Mutter weiß natürlich ganz genau, was Radio Regenbogen ist. Und die weiß natürlich, dass das ein Sender ist, der hier eine große Relevanz hat. Und von daher freut sie sich natürlich zum Beispiel. Und auch für mich ist es schön, mit Leuten zusammenzuarbeiten, von denen man weiß, die engagieren sich auch für die Heimat. Ja, ich komme halt hier aus der Gegend, ich bin auch von hier und von daher freut mich das schon. What was it like walking down our red carpet here? It was nice. They were very happy, the people who were standing close to the red carpet. And it was just, you know, it's always so amazing and wonderful to meet the fans. What are the fans like here in Germany, here in Karlsruhe? They are happy and loud, I think. Is there a difference between the fans in Germany and in other parts of the world about the way they scream and yell at the red carpet? I think the German audience are really, you know, really happy, and that is just so amazing to come to. You'll be honored with the Radio Regenbogen Award tonight. Yeah. What does that mean to you? It means a lot, you know. Release Me is the first song I released outside Sweden, and everything is still so new for me. So get a prize here in Germany means a lot to me, and you know, gives you more energy and more self-confidence. Wie war für Sie der Gang über den roten Teppich? Gefällt Ihnen das oder ist es eher was, wo Sie sagen, muss nicht sein? Grundsätzlich bin ich dafür zu schüchtern. Also ich versuche dann immer, wenn ich auf solchen Veranstaltungen bin, hinter der Wand vorbeizugehen, um mich davor zu drücken. Aber wenn man dann drüber geht, dann klar, ist es natürlich schon aufregend, weil man merkt schon dann vor einer Veranstaltung, was dann später passieren könnte. Und die Aufregung draußen, die ist groß und es sind auch echt sau viele Leute da. Und ich hatte ja schon jetzt in den letzten Tagen das Gefühl, dass die ganze Stadt so ein bisschen elektrisiert ist. Und das hat man jetzt draußen gesehen wieder. Für Sie ist es heute Abend auch der erste Radio Regenbogen Award, wo Sie selber da sind. Was haben Sie für einen Eindruck von der Veranstaltung? Ja, da wird ganz schön aufgefallen. Also ich habe ein paar Mal jetzt schon erwähnt in den letzten Tagen, da muss man sich auch vor dem Echo nicht verstecken. Weil wenn ich mal gucke, wer hier heute Abend alles auftaucht und in welcher Größenordnung das gefahren wird, dann ist das schon oberamtlich.